Pascalische Pfarrfolge. Ich beginne mit den News. Am Montag gibt es in der Klosterkirche eine Andacht um 19 Uhr mit Prüfungssegen für alle, die geprüft werden. Am Mittwoch hat der 12. Jahrgang Prüfungen in den Grundkursen Religion, Biologie, politische Bildung, Geografie und Geschichte. Am Donnerstag hatte der 10. Jahrgang schriftliche Prüfungen in Englisch. Und am Freitag sind schriftliche Abi-Prüfungen im Leistungs- und Grundkurs Englisch. Der heutige kuriose Feiertag ist der Tag des Jonglierens. Heute wird die Kunst der Jonglage und die talentierten Jonglierenden gefeiert. Jonglieren ist traditionell eine Darbietung im Zirkus. Außerdem erhöht es das körperliche und geistige Wohlbefinden. Es erhöht die Ausdauer und die Beweglichkeit. Also, wenn du noch nicht jonglieren kannst, ist heute der richtige Tag, um damit anzufangen. Letzte Woche war die Mottowoche, deswegen gibt es diese Woche passend zu den 80ern einen Song aus 1984. Und zwar lautet der Song Tag on Me von Aha. Viel Freude euch! Jetzt geht's weiter mit ein paar Bildern, die von Emmy und Lennart an den beiden Mottotagen und am letzten Schultag gemacht wurden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pescado TV, unserer diesjährigen Mottowoche 2021. Heute ist Montag, der erste Tag der Mottowoche, mit dem Thema die 80er. Und wir werden euch diese Mottowoche mit Pescado TV einfach mal mitnehmen. Viel Spaß! Also, Ben, dein Kostüm ist uns absolut ins Auge gestochen. Und jetzt erzähl uns doch mal bitte, was du heute darstellst. Ja, ich stelle Cruella de Vil dar. Das ist eine Dame, die in 101 Dalmatiner gefangen hält und quasi, wie soll ich sagen, ihnen das Fell abzieht, um sich dann solche tollen Schale draus zu machen oder Mäntel und so weiter. Und ich fand in meiner Kindheit immer Superhelden nicht so cool, aber die Bösewichte, die waren voll mein Ding gewesen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, heute als Cruella zu gehen. Ja. Sehr schön. Frage 2. Was ist die am weltweit weitesten verbreitete Angst? A. Öffentliches Leben, B. Spinnen oder C. Zahnärzte? Öffentliches Reden, Spinnen oder Zahnärzte? So, jetzt braucht ihr da hinten mal ein bisschen Platz. Ungefähr bis zu Herrn Weigel. Meine Kinder. Gewonnen hat also dieses Jahr, aber ich muss sagen, sehr fair gespielt, Frau Schippmann Berlin. Natürlich gleich anziehen, versteht sich von selbst. Die Pescado TV-Folge. Wir hoffen, euch hat sie gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!